für die vielen geilen Kommentare unter dem Video von gestern. Meine Vermutung hat sich bestätigt, dass Menschen, die sich fürs Thema Drogen interessieren, auch oft eine sehr durchdachte Meinung zum Thema Politik haben. Dass sich da einige von euch gut auskennen und lange damit befasst haben, spiegelt sich echt in den Kommentaren wieder. Ich kenne mich leider nicht ganz so gut in Politik aus, deshalb musste ich das Video auch so satirisch aufbauen und konnte da keinen ernsteren Ansatz wählen. In einem meiner letzten Videos sagte ich so etwas wie: Wer nicht für eine Legalisierung von Drogen ist, hat die falsche Meinung. Die Bezeichnung falsche Meinung hört sich zunächst etwas paradox an. Oft sage ich solche Sachen einfach nur als Provokation. Ich sage auch oft Dinge wie: Wenn du Interstellar nicht saugeil findest, dann hast du die falsche Meinung. Obwohl es da eigentlich nicht wirklich der Fall ist. Nee, ich meine jetzt wirklich, wenn wer Interstellar nicht gut fand, dann ist seine Meinung nicht falsch, sondern einfach nur scheiße. Nee, jetzt aber wirklich, wirklich, bei Kunst ist das natürlich alles eine Geschmacksfrage. Beim Thema Drogen legalisieren muss man allerdings feststellen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass es da in der Tat keine Geschmacksfrage bzw. Meinungsfrage ist. Das ist ein Fall, wo man eindeutig zwischen richtiger und falscher Meinung unterscheiden kann. Die entscheidende Frage, die man sich bei dem Thema stellen muss: Verursacht das Verbot mehr Leid, als es Nutzen bringt? Das ist eine Frage, die man ganz klar, ohne Zweifel, mit Ja beantworten kann. Wie viele Menschen sterben durch Streckmittel oder leiden dadurch schwere gesundheitliche Schäden? Wie viele Menschen werden beim Drogenhandel verletzt oder sterben? Wie viele Menschen leiden, weil ihr potenzielles Medikament, das ihnen helfen würde, illegal ist? Wie viele Menschen sterben durch die viel gefährlicheren Legal Highs? Wie viele Menschen wurden bei der Umsetzung dieses Gesetzes von der Polizei diskriminiert, schikaniert, verletzt oder auch getötet? Man kann unmöglich abstreiten, dass diese Dinge auch geschehen würden, wenn Drogen legal wären. Oder dass ein eventueller Anstieg des Konsums diesem Schaden gleichkommen würde. Vor allem bei nicht tödlichen Drogen wie Pilzen, Cannabis oder LSD kann man das sehr schön veranschaulichen. Wir haben hier Menschen, die mit hundertprozentiger Sicherheit aufgrund des Verbots gestorben sind. Und selbst wenn man fälschlicherweise davon ausgeht, dass nach einer Legalisierung 80% der Deutschen Cannabis konsumieren würden, würde kein einziger davon sterben. Und selbst bei den Drogen, wo man tatsächlich sterben kann, wie MDMA, sind die Todesfälle so gering, dass man unmöglich davon ausgehen kann, dass die Zahl der Menschen, die durch eine tödliche Überdosis von reinen Drogen sterben, der Zahl gleichkommt der Menschen, die an den oben genannten Dingen sterben. Und dann kommt noch der entscheidende Fakt hinzu, dass Menschen, die durch eine Überdosierung von reinen Drogen sterben, für ihren Tod selbst verantwortlich gewesen sind. Also mehr Tote versus weniger Tote. Oder mehr unschuldige Menschen, die verhaftet und bestraft werden, versus keine unschuldige Menschen, die verhaftet und bestraft werden. Ich finde, dass man da ganz klar sagen kann, dass es da eine richtige und falsche Meinung gibt. Ich finde, dass man da auch berechtigt Vergleiche zum Sklavenhandel ziehen kann. In beiden Fällen haben wir Menschen, die moralisch unschuldig sind und trotzdem grundlos weggesperrt und bestraft werden. Wenn ihr noch Freunde habt, die noch gegen eine Legalisierung von Drogen sind, sendet ihnen dieses Video. Mir fällt nicht ein, wie man gegen diese Punkte hier argumentieren könnte. Wenn euch das Video geschmeckt hat, gebt mal 5 Sterne. Wenn euch für Drogen interessiert und nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal.